Heute geht es um Abbeizen. Und jeder hat es wahrscheinlich schon mal gehört oder hat eine grobe Ahnung davon, wie Abbeizen funktioniert. Abbeizen sagt ja schon der Name. Das heißt, wir wollen einen alten Lack abbeizen, also langsam herunterbeizen. Und ich habe mir jetzt dafür ein kleines Teststück besorgt. Das ist hier ein Stück Fensterflügel bzw. Rahmen mit ungefähr 3-4 Schichten Lack drauf. Und ich möchte mit euch das gemeinsam abbeizen. Und nicht, wie ihr es kennt, mit Pinsel und einem Abbeizer, sondern mit der Sprühdose. Und was brauchen wir alles dazu? Natürlich unser Werkstück, was wir abbeizen wollen. Dann ist es ganz, ganz wichtig, macht das bitte in gut belüfteten Räumen, wenn es möglich ist, draußen. Dann brauchen wir Handschuhe. Und nicht irgendwelche Handschuhe, sondern Latexhandschuhe bzw. Gummihandschuhe, die ihr auch zum Reinigen nimmt, wenn ihr ein WC putzt. Ihr kennt die dicken, fetten Handschuhe. Nehmt bitte keine Einweghandschuhe, die ihr kennt, die ganz normalen weißen, schwarzen oder transparentfarbenen. Die sind sehr, sehr dünn und es könnte durchaus sein, dass das Ganze reißt oder eben angegriffen wird von dem Abbeizer. Des Weiteren brauchen wir einen Spachtel, einen Metallspachtel. Kennt ihr wahrscheinlich vom Tapezieren oder vom Holzspachtel. Es gibt hier in unterschiedlichen Größen, je nachdem, was ihr braucht. Oder ihr nehmt eine Abziehklinge. Die ist auch sehr, sehr gut, denn die ist sehr, sehr scharfkantig. Damit könnt ihr problemlos dann später den alten Lack herunterziehen bzw. abbeizen. Und was natürlich jetzt hier nicht zu sehen ist, ihr könnt oder ihr solltet eine Abdeckplane verwenden oder eine große Folie, die ihr beispielsweise jetzt auf die Werkbank ausbreiten könnt. Denn so ein Abbeizer ist natürlich schädlich bzw. greift eventuell eure Oberflächen an bzw. eure Arbeitsplatten. Und deswegen solltet ihr das schön mit einer Folie abdecken. Ich werde das Ganze gleich draußen machen. Und jetzt kommen wir zu unserem Abbeizer. Und ich verwende jetzt hier einen Abbeizer zum Sprühen. Wie gesagt, ganz, ganz einfache Anwendung. Hat eine sehr, sehr hohe Lösekraft. Und das Besondere daran, ihr könnt es beispielsweise aufs Mauerwerk verwenden, auf Holz und auf Metall. In dem Fall jetzt auf Holz, 400 Milliliter. Und ganz, ganz wichtig hier auch nochmal zu beachten, die Beschreibung auf der Dose. Hochwirksames Abbeizspray entfernt alle Lackschichten auf Stein, Beton, Mauerwerk, Asphalt, Metall und Holz, Gelstruktur. Haftet auch an senkrechten Flächen, Verarbeitungszeit 15 bis 25 Grad. Dose vor Gebrauch gut schütteln. So, Einwirkzeit ca. 15 Minuten und hier unten steht es nochmal fett gemarkert, nicht hohen Temperaturen aussetzen, 50 Grad beispielsweise, ist eigentlich logisch, Explosionsgefahr. So, wir schütteln das Ganze 2 Minuten und dann legen wir los. Und was ihr natürlich nicht vergessen solltet, Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe tragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eure Gesundheit geht nämlich vor. Was ihr natürlich vorweg nicht vergessen solltet, ihr müsst die Oberfläche vor Schmutz reinigen bzw. den groben Schmutz entfernen oder auch Lackreste wie hier, die hier so ein bisschen hier abblättern. Das könnt ihr beispielsweise mit einer Drahtbürste machen oder mit einem Spachtel, damit auch der Abbeizer schön eine Oberfläche hat. Ihr könnt auch das Ganze mehrmals auftragen, also sprich den Abbeizer mehrmals auftragen, bis ihr dann das gewünschte Ergebnis erzielt habt. Wichtig ist natürlich auch wie hier, jetzt nicht wie ich, mit freien Ärmeln das Ganze machen, sondern zieht wirklich langärmelige Kleidung an und passt bitte darauf auf, dass das Ganze nicht auf eure Klamotten oder Kleidung geht. Das Ganze ist wie gesagt ätzend. Und im Zeitraffer könnt ihr auch schon sehen, dass eine gelartige Substanz rauskommt. Und jetzt in den ersten Minuten kann man schon sehen, wie der Abbeizer arbeitet. Es entstehen Blasen, es riecht auch. Also macht das, wie gesagt, draußen. Und ja, wir lassen den Abbeizer jetzt mal arbeiten. Und hochkant funktioniert das Ganze auch, wie ihr sehen könnt. Dank der gelartigen Substanz. Warum sprühen anstatt mit einem Pinsel? Ich finde, sprühen ist viel, viel einfacher. Man vermeidet so viel mehr den Kontakt mit dem Abbeizer, weil du das Ganze sprühst und nicht extra mit einem Pinsel aufträgst. Und beim Pinsel, wenn du einen Pinsel hin und her bewegst, kann natürlich der ein oder andere Malheur passieren, dass ein bisschen was durch die Gegend fliegt, auf Möbelstücke, auf Werkstatteinrichtungen oder. Jetzt ist gut eine Viertelstunde rum, beziehungsweise 20 Minuten. Und ihr könnt halt sehen, wie schön der Abbeizer gearbeitet hat. Und der Lack, das ist eine richtige, ja, eine Struktur geworden. Der hat sich wirklich aufgereiht. Und jetzt nehmen wir einfach einen Spachtel und rein theoretisch könnten wir das Ganze abziehen.
bzw. runterschaben. Und das Ganze funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ich hatte jetzt nichts anderes erwartet. Man sieht halt, dass hier mehrere Farbschichten drauf waren. Sprich, wir haben jetzt die erste Farbschicht entfernt und müssten quasi jetzt ein zweites Mal raufgehen. Ansonsten solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr den Schmutz bzw. das Werkstück schön reinigt und natürlich übrige Lackpartikel bzw. wenn der Lack schon abblättert, das Ganze mit einem Spachtel grob entfernen, damit ihr nicht unnötige Schichtenabbeizer auftragen müsst. Ja, das war es auch von diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Hier sind die nächsten zwei Videos von mir und hier ist der Abo-Button. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, eventuell ein DIY zum Möbelstück oder ein DIY im Garten, je nachdem. Bis dann. Ciao.